Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zu diesem kleinen Update, Lebenszeichen nach der Auszeit, die ich mir jetzt gegönnt habe. Und das hatte tatsächlich, halber Blog vollgeschrieben, vielschichtige Gründe. Und jeder davon sorgt einfach dann dazu, dass man erstmal grundsätzlich so ein bisschen die Schnase voll hat. Das ging sogar so weit, dass ich mir gedacht habe, dann lasse ich es einfach. Gell? Dann mache ich einfach kein YouTube mehr, konzentriere mich auf gewisse andere Sachen und dann ist es gut. Ich lasse es aber nicht. Beziehungsweise ich weiß noch nicht so genau, wie ich den Modus jetzt fahre. Wie ich es jetzt weitermache. Ich möchte weitermachen, aber halt in einem gewissen anderen Modus. Das kommt jetzt aber noch. Und da möchte ich mich auch an viele Abonnenten bedanken. Die ersten haben jetzt schon nachgefragt, was los. Ich habe es noch nicht angekündigt. Das kam mehr oder weniger kurzfristig. Und Zuschriften bekommen. Natürlich auch von Partnern, von YouTube-Kollegen. Liebe Grüße an der Stelle an Lars. Genau. So, und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen was erzählen, was mir so in letzter Zeit so ein bisschen das Wetter verhagelt hat. Dazu meine ich übrigens nicht die Solaranlage, die lief erstaunlich gut, sogar an Regentagen. Ich hatte jetzt gestern leider erst wieder einen Tag, wo ich sie mal ausschalten musste. Aber bis dahin lief das erstaunlich gut mit den 80 Watt Dauereinspeisung. Bin echt auf die Stromrechnung gespannt. Müssen wir mal schauen. Erster Punkt. Das betrifft nicht nur mich. Das betrifft im Prinzip Krisenvorsorgekanäle, das betrifft die anderen Solar-YouTube-Kanäle. Ich habe da auf den Kanal vom Lars, meinen Kanal, da gibt es noch andere Krisenvorsorgekanäle wie Outdoor Kimga und so, sind von den Aufrufszahlen, und wenn die Aufrufszahlen niedrig sind, hast du logischerweise auch fast keine neuen Abonnenten mehr. Ich will nicht sagen abgestürzt, zu Boden gecrashed, in die Erde eingegraben, bam, wenn null. Ja. Und das ging los Anfang des Jahres und ich gehe davon aus, dass das diese YouTube-Shorts sind und YouTube diese Shorts unheimlich hypt. Und teilweise ist es so, wenn ich bei mir YouTube aufmache, sind die Shorts irgendwie schon an oder so, das am Handy. Das ist irgendwie trendy. Ich möchte es nicht machen, weil ich in so einen Short, der maximal 60 Sekunden geht, nicht die Informationen hineinpacken kann, die ich will. Ich habe jetzt schon mal gesehen von einem, der macht da ganz schnell, wie ich aus einer Plastikflasche einen Wasserfilter mache. Das ist okay, das ist auch in Ordnung so. Aber ich kann die Solaranlage oder ich kriege das da nicht rein. Ich will das auch nicht. Nennen mich da altmodisch, aber ich kenne YouTube halt einfach nur so. Also einmal ist es dieses neue Ranking. Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, wir waren überhyped, weil alle hatten Angst vor Gasmangeln und vor allem. Und dieses Jahr sind wir alle vollkommen unten runtergefallen und das finde ich fies. Dann natürlich ist klar die Arbeit. Da war viel Arbeit, viel Überstunden, viel zu tun und das ist auch okay und ich arbeite auch gern. Und dann fällt halt eben trotzdem was hinten runter, weil es bleibt ja dann am Ende auch die Familie noch am Abend. Und ich versuche, soweit es geht, eigentlich auch meinen Sohn immer ins Bett zu bringen, wenn ich es irgendwie schaffe. In letzter Zeit ist es mir ab und zu nicht gelungen. Und das sind halt auch immer solche Punkte, wo ich mir denke, so, wo ziehst du dann die Grenze? Das ist schwierig. Dazu kommen natürlich auch noch diverse Projekte im Haus. Das ist ganz klar. Dazu wird es übrigens demnächst hier auch ein Video geben, weil jetzt ja die Heizperiode begonnen hat. Es war jetzt schon ein paar Mal richtig schön kalt und wir benutzen einen Kachelofen und ich habe aber ehrlich gesagt keinen Bock, dass der Kachelofen nur das Wohnzimmer warm macht, der Rest vom Haus ist kalt und ich muss dann die Gasheizung aufdrehen. Also habe ich mir was überlegt und der Effekt ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, aber kommt demnächst in dem Video. Dann habe ich noch ein kleines Fensterchen im Klo gehabt, das war undicht, das musste ich jetzt reparieren. Dann bin ich ja nach wie vor noch dabei, hier Müll wegzubringen und so ein Zeug. Also es ist tatsächlich ich will nicht sagen fast ohne Boden, aber es ist viel. Sagen wir mal, es ist viel, ja? Dann habe ich ja eine Homepage in Vorbereitung gehabt.
Und diese Homepage habe ich ein paar Leuten geschickt und ein paar Leute so, ja, schaut cool aus und cool und ein bisschen wenig Schrift, ein bisschen viele Videos. Es ging mehr darum, dass ich so, müsst ihr euch das vorstellen, eine Homepage, wo dann zum Beispiel da steht Balkonkraftwerk. Dann klicken die Leute auf Balkonkraftwerk und dann kommen so alle Videos einfach zum Balkonkraftwerk, weil mein Problem ist einfach, dass die Leute es nicht mehr finden. So. Dann hat mich aber jemand auf die Idee gebracht und danke dafür, dass du es gemacht hast. Also der gesagt hat, um Himmels Willen, lass die Homepage vorher prüfen, sonst kriegst du von irgendeinem blöden Abmahnanwalt am Ende dann eine böse E-Mail oder einen bösen Brief. Und da hast du dich schon wieder satt. Weil mich dies allein, dass das so ist, kotzt mich an. Das ist so gegen meinen, ich mache diesen YouTube-Kanal, um Leuten zu helfen. Klar finde ich es cool, wenn am Ende was da für mich bei rumspringt. Brauchen wir doch nicht reden. Es wäre jeder, der euch sagt, er macht das aus reinster Samariter-Tätigkeit. Entweder braucht die Selbstbestätigung, er brennt für die Sache oder er versucht da irgendwelchen Erfolg zu haben. Es ist ja einfach so. Ja? Aber wenn ich sowas mache und es ist im Prinzip, ich bin so klein, dass das im Prinzip, wenn ich nicht alle drei diese Punkte erfüllen würde, würde ich es gar nicht mehr machen. Ja? Wenn dann aber ich jederzeit gewahr sein muss, dass mir irgendwann mal ein Anwalt einen Brief ins Haus schickt und ich dann für einen Arsch da hunderte von Euro bezahlen muss, dafür, dass ein Anwalt ein paar Zeilen geschrieben hat, boah, kriege ich so einen Hals, dann habe ich das jetzt erstmal wieder acta gelegt. Ich kann es nicht online stellen. Wenn jemand von euch jemanden kennt, der mir das mal prüfen könnte, gern, schreibt mir eine E-Mail. Ja. Aber das ist, ganz ehrlich, boah, das ist so deutsch. Boah, das ist so saudeutsch. Und das nervt wirklich. Ich habe mit ultra engagierten Leuten aus Amerika und aus Österreich, die sind unkompliziert und wir sind alle teilweise so deutsch. Boah, da wird mir teilweise schlecht. Wirklich, da wird mir schlecht. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Teilweise wirklich saudumme Kommentare unter den Videos. Da geht es jetzt nicht um die üblichen Verdächtigen. Also wer mir wirklich tierisch auf den Keks geht, der wird gesperrt. Wer nichts Falsches schreibt, ja. Also jemand muss beleidigend sein oder er muss andere beleidigen und er muss einfach gegen die Regeln verstoßen, dann wird er gesperrt. Ansonsten bleibt der Kommentar stehen. Das mache ich seit mittlerweile 6 Jahren so und das bleibt auch so, ja. Aber es ist einfach müßig, wenn du zum dritten Mal erklärt hast, meine Panels sind an einer Senke, ich bestehe in einer Senke, um mich herum sind hohe Häuser, da zieht der Wind nicht drüber und es gab schon 3 Stürme und in 3 Stürmen hat sich nichts bewegt und dann schreiben wieder 3 Leute, das fällt um. Das ist einfach, weil die Leute finden das eine Video, sind wir wieder bei der Homepage, die Leute finden das eine Video, finden aber die anderen Videos offensichtlich nicht. Und dann, ja, schreibt er eben wieder diesen. Es raubt einem so ein bisschen Energie. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich das noch so besser machen kann, dass das nicht immer wieder kommt. Und dann, wie gesagt, ich schreibe dann auch immer wieder zurück und ich versuche es aufzuarbeiten. Aber dann denkst du dir so, hey, komm, ey, diese Woche mache ich kein Video. Da kommen wieder diese Nachrichten. Das ist einfach. Und das kann man nicht nachvollziehen, wenn man 2000 Abonnenten hat. Da muss man einfach wirklich 20.000, dass dann 3, 4, 5.000 Leute das Video geschaut haben. Dann hast du so und so viele Kommentare und das strengt dann. Das ist wirklich Arbeit. Man unterschätzt das, was das Arbeit ist. Ja. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Steuern und Finanzamt. Da sind wir wieder bei Deutsch. Ich will jetzt kein normales Finanzamt-Bashing betreiben, ja. Und der Staat lebt von den Steuern, das ist so. Das ist gar nicht das Thema. Aber wenn ich etwas angebe, das und das, das ist ganz normale Einnahme zu versteuern, das ist eine Einmalzahlung. Einmalzahlung. Kommt also nur einmal, wird nicht wiederkehren. Und dann kriegst du deinen Steuerbescheid, siehst deine Steuern, weißt, okay, da habe ich mich drauf eingestellt, das ist auch so, das war auch absehbar und das sind die Steuern, die einfach dem geltenden Recht, wenn ich was anderes will, muss ich mein gesamtes Umfeld und die ganze Nation überzeugen, dass wir was anderes wählen, aber im Moment ist das geltende Recht, dann kriegt der Staat da seine Steuern, Punkt. Aber sie hatten da ja, die Steuervorauszahlung, die ist jetzt viel höher. Was? Aber ich habe doch angegeben, dass es eine Einmalzahlung ist. Ja, da muss man dann wieder einen neuen Antrag auf andere Festsetzung machen. Dann denke ich mir so, wow.
das ich beim Finanzamt als Radio- und Fernsehveranstalter geführt werde. Das hatte ich mal erwähnt, oder? Die kennen kein YouTube. Für die ist das nicht nur Neuland, die verstehen das auch nicht. Das ist in Ordnung. Müssen sie auch nicht. Da kümmern wir uns drum. Aber dass sie es nicht mal auf die Reihe kriegen, aus einer möglicherweise wiederkehrenden finanziellen Sache, was ja jetzt nicht so ist, weil YouTube hat uns ja abstürzen lassen, siehe Punkt 1, aber möglicherweise wiederkehrende Sache und an Einmalzahlung das zu differenzieren. Aber nein, sie schmeißen es wieder zusammen und dann wird, das ist so arm. Das kannst du in der freien Wirtschaft nicht bringen. Und dann kommt der Klassiker. Ich rufe da an. Haben Sie eine Steuernummer? Haben Sie eine Vorgangsnummer? Ich sage, nein, ich habe nur jetzt in der Arbeit mal fix auf mein Konto geschaut und stell fest, es ist immer noch nicht abgebucht. Können Sie mir da eine Auskunft geben? Oh, Name, Geburtsdatum. Wo ich mir denke, ey, gute Frau, wenn Sie so in der Firma drauf wären, dann sind Sie nach ein paar Tagen gekündigt. Das können die sich wirklich nur rausnehmen, weil die beim Finanzamt sitzen, wahrscheinlich verbeamtet sind und deswegen, das hat mich schockiert. Das ist so dieses Klischee, wo man wirklich, denkt, das geht doch nicht. Und dieses Summe an Ereignissen hat mich einfach erstmal dahin geschmissen. Da habe ich dann erstmal gesagt, das mache ich nicht mehr. So. Ich habe aber allerdings einen Haufen wirklich super Abonnenten. Ich würde sagen eine Community, was krass ist, weil ich bin ja nur ich. Ich meine, ich bin ja ein ganz normaler Typ, ich kenne mich ja. Aber ich habe halt eine Community, das ist total lustig. Und die sind cool. Und das baut mich auch auf, dass die Leute dann wirklich da sind und mir Mut machen. Deswegen will ich auch die Leute gar nicht in den Stich lassen. Dann habe ich natürlich auch immer noch Fragen, Projekte und Sachen, die ich noch durchziehen will, die ich auch erklären will. Und ich erkläre auch gerne mal Sachen, die ich 2017 und 2018 erklärt habe, diesmal nochmal neu, weil ich habe ja auch neue Erkenntnisse, ich habe ja neue Macharten für Videos und vielleicht ist da wirklich so alt, dass es einfach nicht mehr gehighlightet wird. Sehr in Ordnung. Und da will ich einfach auch nicht aufhören. Ich habe auch ein paar neue Sachen. Da freue ich mich schon mega drauf, weil wenn ich immer nur sage, dass ich Batterien von Li-Time, Power Queen und Red Dodo gut finde, dann bin ich ja von denen die gekaufte Nutte. Wenn ich aber von anderen was präsentiere, weil ich sage, ich will mal auch was anderes ausprobieren, dann bin ich ja die gekaufte Nutte. Es ist ja völlig wurscht, wie rum du es machst. Du hast ja immer dieselben Spätzels, die dann drunter schreiben. Wahrscheinlich würden die Leute das immer nur, wenn man sich selber kauft. Und wahrscheinlich müsste man sagen, eigentlich bin ich kurz vor der Hartz-IV-Grenze oder vor Bürgergeldgrenze und hab's mir aber trotzdem jetzt gekauft, weil ich es euch zeigen will. Ich werde zwar in der Altersarmut enden, aber das war's mir wert. Weil wenn ich sage, ich bin eh reich, ist mir wurscht, was ich nicht bin, aber nur mal als Beispiel, dann wäre wahrscheinlich auch wieder irgendwas falsch. Kann das sein? Ich höre nicht auf. Wie gesagt, die Art und Weise, den Modus, wie ich es mache, ist mir noch nicht ganz klar. Das muss ich mir noch überlegen, aber ich mache weiter wahrscheinlich einfach nur weniger Videos pro Woche. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und ich hoffe, irgendwann highlightet YouTube die Videos wieder, wie es ist. Was besonders bitter ist, und das sollen jetzt die Abschlussworte sein, hatte ich ja das Video, bitte macht mir diese Anfängerfehler nicht. Da hat man diese Kurve schön gesehen. Dieses Video war bei 270.000 Aufrufen. Das ist mein bestes Video. Und man sieht diese Kurve. Und ab Januar, bupp. Man sieht richtig diesen Zack, wie sich das ändert. Und das finde ich schade, das finde ich mies. Aber ich hoffe, wir kriegen es auf die Reihe. Wir stehen diese Durststrecke gemeinsam aus. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.